Wir können noch das Licht anmachen. Wir können noch rausschauen. Wir haben Angst davor, dass unser Planet untergehen wird. Doch wir fördern immer mehr dazu bei. Unsere erste Frage wäre, was Sie im Stromausfall gemacht haben in München, wo der letztens jetzt hier war. Ich muss euch sagen, das war ganz kompliziert, weil ich musste früh morgens ins Büro und der Stromausfall ging los, da hatte ich mir gerade die Haare gewaschen. Wie ihr seht, habe ich relativ lange Haare und es hat natürlich nichts mehr funktioniert. Der Föhn hat nicht funktioniert, konnte mir nur noch schnell die Mütze drüber setzen und auf Arbeit draußen. Und als ich auf Arbeit war, war es dann auch kein Problem mehr, dann war der Strom da. Aber ihr habt es ja selber gesehen, wenn der Strom ausfällt, funktioniert gar nichts mehr. Also dadurch, dass wir heute auch ja so verknüpft sind mit elektronischen Dingen, also nicht nur so einfache mechanische, die über Strom laufen, sondern dadurch, dass alles in Büros, in Betrieben ja läuft über Strom, Computer und so weiter, liegt dann im Prinzip so eine komplette Stadt still. Ja. Da läuft gar nichts mehr. Also es viele Einschränkungen gab es da. Ja, wir sind da sehr abhängig vom Strom. Ja. Ne? Unsere zweite Frage wäre dann auch, zum Thema Umweltschutz, was Sie dazu beitragen? Also Energiesparen und so. Okay, also da muss ich ganz ehrlich sein, da könnte ich viel mehr machen, wenn ich wollte, wenn ich auch ein bisschen bewusster rangehe. Ich mache so ein paar Kleinigkeiten, das heißt also, wir sortieren ganz ordentlich unseren Müll und bringen den natürlich auch in den Wertstoffhof. Und ich bin so ein bisschen darauf bedacht, dass alles, was so chemische Sachen sind, also Putzmittel und so weiter, dass man das sehr umweltschonend einkauft. Aber viel mehr, muss ich sagen, mache ich auch schon nicht. Okay, dann bedanken wir uns sehr herzlich für einen schönen Tag. Und ich hoffe, das läuft gut. Zum Schluss wollen wir euch nur noch eine Sache sagen. Wir wissen, dass alle gerne auf andere zeigen und sagen, der da muss was machen. Falsch. Jeder Einzelne muss was zur Energiewende dazu beitragen. Nicht umsonst beauftragte Gott uns, die Welt zu bewahren. Wir sind es uns, aber am meisten Gott schuldig, die Welt zu schützen. Auch du kannst der Anfang sein. Gib mir mal!